Millionen Menschen in Deutschland sind bedürftig und auf Hilfe angewiesen. Aber viele Leute haben gerade vielleicht nicht viel Geld übrig zum Spenden. Deshalb haben wir uns gefragt, wie kann ich bedürftigen Menschen helfen, wenn ich selbst gerade kein Geld spenden kann? Und der ist zu verschenken? Der ist zu verschenken, ja. Das ist natürlich geil. Viele Bedürftige in Deutschland sind geflüchtete Menschen. Daher haben wir uns entschieden, 45 Kinder und Jugendliche zu unterstützen, die aus der Ukraine, aus Syrien, aus Afghanistan und afrikanischen Ländern kommen und hier in München in zwei Unterkünften leben. Wir haben in den Unterkünften zwei Gläser für Wünsche aufgestellt und ich nehme jetzt eine Woche Zeit, um möglichst viele davon zu erfüllen. Ich hoffe natürlich, dass das klappt, aber ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, dass ich ohne Geld nicht so weit komme, wie ich möchte. Das war vor ein paar Wochen. Was danach kam, das hat mich dann so richtig gefordert, viel mehr auch als ich dachte. Deshalb musste ich dann irgendwann unser ganzes Team hinter der Kamera einspannen, denn wir wollten unbedingt so viele Wünsche erfüllen wie möglich. Es gibt allerdings so ein paar, ich sag mal, Problemfälle auf unserer Liste, nicht ansatzweise zu verschenken. Das ist ja schon heftig. Zur Wunschübergabe habe ich mich mit einigen Familien und Sozialarbeiter Esmir in einem nahegelegenen Park verabredet. Mir ist natürlich bewusst, dass die Wünsche kein Ersatz für etwa ein verlorenes Zuhause sein können. Trotzdem werden bestimmte Dinge dringend gebraucht und manches kann vielleicht auch einfach nur eine kleine Freude bereiten. Ich bin Esmir. Hi, Sebastian. Dankeschön. Zwei volle Gläser. Sagst du mir, was du dir gewünscht hast? Lego Minecraft. Lego Minecraft. Okay, ich werde alles dran setzen. Die vierjährige Sophia ist vor 8 Monaten mit ihrer Mutter aus der Ukraine geflohen. Sie hat sich Inliner gewünscht. Und David hat ein eigenes Fahrrad auf seinen Zettel geschrieben. Also danke fürs Mitmachen. Wir müssen jetzt an die Arbeit. So, danke ja, euch. Ja, ciao. Dankeschön, bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Danke. Ciao. Zugegeben, der Druck steigt. Schließlich möchte ich niemanden am Schluss enttäuschen. Dass gerade die Inline-Skates eine große Herausforderung werden, ahne ich noch nicht. Jetzt geht's los. Fallen gar nicht raus. Eine Winterjacke und Rollerskates. Okay. Ich möchte eine Powerbank. Er möchte jetzt eben noch eine zusätzliche Decke und ein Kissen haben. Ein Fahrrad. Nicht in Pink. Kleines Lego. Sportklamotten. Nähmaschine. Auch diese Nähmaschine wird mich noch ins Schwitzen bringen. Die Wunschliste wird länger und länger. Und für manche Wunschzettel brauche ich eine App zum Übersetzen. Mein Name ist Viktoria. Mein Hund ist Umarak in der Ukraine, aber wir können ihn nicht abholen. Das ist echt, also ich meine, die vermissen ja auch nicht nur ihren Hund, sondern auch Teile ihrer Familie und aber also ich glaube, wenn ich darüber jetzt anfange nachzudenken, welche Schicksale hinter diesen ganzen Zetteln stecken, dann hilft es denen auch nicht, weil dann kann ich eigentlich nicht weitermachen. Das ist ja schon heftig. Es geht ans Sortieren. Bis morgen früh habe ich hoffentlich einen Plan. Es gibt eine gute Nachricht. Ich habe einen kompletten Überblick über alle Wünsche. Ich habe eine perfekte Liste und es gibt eine, ja, sozusagen schlechte Nachricht. Es sind wahnsinnig viele Wünsche. Und deswegen haben wir uns im Team schon besprochen, dass ich das auf gar keinen Fall alleine schaffen werde. Deswegen, ihr wisst ja schon Bescheid, ihr alle, wir machen das jetzt zusammen. Und auch mit der Hilfe von meinen Kolleginnen Amelie und Franzi wird es eine Herausforderung. Denn 39 Kinder und Jugendliche haben mitgemacht und einige haben auch mehr als einen Wunsch auf den Zettel geschrieben. Dabei ist alles Mögliche, von Fahrrädern über eine Nähmaschine bis zum Catcar. Und sogar ein Ausflug in den Zoo steht auf den Wunschzetteln. Erster Step, meine Wohnung wird zur Wunschzentrale. Wir suchen nach zu verschenken Anzeigen auf Verkaufsportalen, weil wir für euch testen wollen, wie gut es funktioniert, Wünsche zu erfüllen, ohne selbst Budget zu haben, geben wir uns als Privatpersonen aus. Genau, ich schreibe den Kuscheltieren. Mhm. Vielleicht kriegen wir da ja einen Eisbären. Hat sich ja einer konkret einen Eisbär gewünscht. Schau. Ich habe jetzt einen Kinderwagen so, für das 6 Monate alte Baby. Mhm. Und der ist zu verschenken? Der ist zu verschenken, ja. Das ist natürlich geil. Aber nicht bei allen Wünschen haben wir so viel Glück. Ja, Nähmaschinen sind jetzt auch nicht so günstig. Also es gibt viele Nähmaschinen zu verkaufen, nicht zu verschenken.
Ich habe jetzt einfach mal ein paar angeschrieben, die nicht so teuer sind. Also die so für 25, 30, 40 Euro drinstehen. Und ich habe denen jetzt einfach geschrieben, worum es geht. Und mal so halb frech gefragt, ob wir die nicht auch geschenkt kriegen könnten. Nächster Tipp also, fragt nach, ob Angebote für den guten Zweck auch zu verschenken wären. Ich habe eine Antwort. Hallo Sebastian, ich werde wegen zwei anderer Anfragen die Maschine am Sonntag auf Funktion testen. Heute ist Donnerstag. Falls sie nicht verkauft wird, werde ich gerne über eine Spende nachdenken. Naja, immerhin eine schnelle Antwort und er denkt drüber nach. Doch eine Nachricht. Hallo, das ist ja mal eine schöne Anfrage. Vor zwei Jahren habe ich genau das Gleiche gemacht für Geflüchtete an der bosnisch-kroatischen Grenze. Und jetzt kommt's. Leute, Leute, ich verschenke sie natürlich gerne. Und dann muss es plötzlich ganz schnell gehen. Oh, jetzt wird's spannend. Ich habe jetzt gerade hier nur aus dem Augenwinkel gesehen, ich habe jetzt eine neue Nachricht. Ich glaube, das bezieht sich auf die Nähmaschine. Okay, gut. Es ist Mittagsschlafzeit, deswegen stellen Sie mir die Nähmaschine in den Hinterhof. Aber ich kann sie jetzt abholen. Das heißt für mich, ich muss sofort los. Die Maschine steht in einem anderen Stadtteil. Nicht, dass mir jemand mein erstes Teil vor der Nase wegschnappt. Ist ja ein bisschen aufregend. Gelbe Kiste. Ach. Glück gehabt. Sie ist noch da. Sie sieht total neu aus. Zu Hause haben Franzi und Amelie weiter organisiert. Was kriegen wir alles? Wir kriegen zwei ferngesteuerte Autos, die geil gewünscht waren. Dann hat die Amelie ein Catcar aufgetan. Das hat allerdings einen größeren Haken. Dem Catcar fehlt das Lenkrad. Ob wir das noch auftreiben können? Und noch so ein Thema. Der 17-jährige Abdullah hat sich eine Armbanduhr gewünscht. Wichtig, schwarz soll sie sein. Das Problem bei diesen Uhren ist halt, dass sie halt eigentlich nicht zu verschenken sind. Also nicht ansatzweise zu verschenken. Ich habe aber eine Idee, vielleicht, man kann ja auch selbst was verschenken. Wusste ich doch. Die steht natürlich. Das heißt, die braucht eine neue Batterie. Die müsste auch richtig sauber gemacht werden. Die Uhr wird von mir also erstmal auf Vordermann gebracht. General überholt, grundgereinigt und mit fast neuem Armband von der anderen Uhr. Kommt gleich auf die Liste. Wir starten gerade den großen Abholtag. Jetzt hoffe ich, dass wir das alles schaffen, zeitlich. Und dass wir auch wirklich die Sachen kriegen, die uns dazu gesagt wurden. Schon schnittige Teile. Heute läuft es richtig rund. Aber was man auch sagen muss, ohne den Bus vom Sender wäre ich ziemlich aufgeschmissen. Fährt. Bisschen sauber machen müsste man es. Und natürlich, klar, irgendwie muss man hier eine Lösung finden. Jetzt kommt ein Highlight. Also wirklich genau die Wunscherfüllung, genau exakt das vom Wunschzettel, und zwar ein Barbiehaus. War eigentlich zu verkaufen, aber wir haben ganz, 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 ganz freundlich gefragt. Ich bin echt positiv überrascht, wie oft da ein Ja kommt. Natürlich nicht immer, das ist auch völlig okay. Manche Leute brauchen ja auch das Geld, die verkaufen das ja nicht zum Spaß. Also das ist schon ein richtig gutes Teil. So langsam sind wir quasi dann doch unter Zeitdruck, weil wir so viele Termine haben, weil wir so viel kriegen. Extrem gefragt sind außerdem Spielteppiche. Also einen großen Teppich habe ich auf jeden Fall bekommen. Dahinter kommt noch einer. Die letzten zwei Typen für heute. Unter anderem auch ein Eisbär-Teddy. Ich bin zwar platt, aber jetzt auch wirklich happy mit diesem Tagesergebnis. Die gute Nachricht, am Ende des Tages haben wir schon einiges bekommen. Die schlechte, manche Wünsche sind echt tricky. Es läuft schon gut, aber noch nicht gut genug. Also wir haben ja schon echt viel Zeug zusammen. Es gibt allerdings so ein paar, ich sag mal, Problemfälle auf unserer Liste. Zum Beispiel Inliner. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schwer zu beschaffen ist. Lego, klar, Lego neu kaufen ist teuer. Deswegen verschenkt auch keiner so easy Lego. Klamotten fehlen noch einige. Dann haben sich ja noch ein paar Kinder Ausflüge ins Kino oder in den Zoo gewünscht. Und da habe ich gedacht, eigentlich geht das ja nicht ohne Geld, aber vielleicht doch. Vielleicht machen die ja eine Ausnahme, wenn man einfach mal anruft und nett fragt.
Servus, hallo. Neue Nummer, neues Glück. Hallo. Aber so einfach ist es dann leider doch nicht. Damit der Zoobesuch überhaupt klappen kann, muss ich auf Plan B zurückgreifen. Denn als Privatperson komme ich hier nicht weiter. Super, dankeschön. Was soll man machen? Eine E-Mail schreiben. Ciao. Jetzt rufe ich zum ersten Mal eine Pressestelle an. Aber ja, natürlich kann jetzt nicht jeder einfach irgendwie eine Pressestelle anrufen. Das ist jetzt schon was, was ich jetzt als Reporter einfach mal mache. Ein Joker, den wir ziehen, weil wir auch Drehgenehmigungen für den Besuch brauchen. Aber ob wir so den Zoobesuch for free erfüllen können, weiß ich natürlich nicht. Ja, danke, gleichfalls, ciao. Also es war noch kein Nein, auch noch kein Ja. Ich habe eine andere E-Mail-Adresse. Und auch die Suche nach Inlinern ist schwierig. Entweder passen die Größen nicht oder wir kriegen Absagen. Ich entscheide mich schließlich, auch hier bei Sportartikelherstellern offiziell als Reporter anzufragen. Ich habe jetzt auch gar keine Ahnung, ob das jetzt eine easy Nummer wird oder ob die sagen, sorry, wir haben auch nichts zu verschenken. Weil es ist ja so, Werbung machen wir nicht. Also ihr erfahrt nicht, was das für ein Händler ist. Also wenn die mir jetzt was geben, dann haben die eigentlich nichts davon. Außer, dass sie was Gutes tun. Sebastian Meinberg vom Bayerischen Rundfunk. Ja, das wäre sehr nett. Inliner sind ausverkauft. Also das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die liegen einfach so rum und die kauft keiner. Aber nein. Ich soll eine Mail schreiben. Ein bisschen Hoffnung besteht also noch. Eine andere Hoffnung haben wir allerdings schon aufgegeben. Weil die Liste insgesamt noch recht lang ist, also die Liste mit Dingen, die wir noch nicht haben, haben wir uns jetzt hier gemeinsam überlegt, dass wir unsere Aktion etwas verlängern. Also innerhalb von einer Woche alles zusammenzukriegen, ist einfach unmöglich. Aber es gibt auch gute Nachrichten heute. Vier Kinder haben sich ja Fahrräder gewünscht. Eine kleine Fahrradwerkstatt, die normalerweise Räder an bedürftige Menschen günstig verkauft, hat uns eingeladen. Wir dürfen uns mal umschauen, hieß es. Aber ob es gleich vier Fahrräder gibt, die passen wären? Und das auch noch gratis? Hallo, wir schleichen uns hier gerade mal an. Servus. Servus. Sebastian Meinberg von Puls Reportage. Wer von euch ist Hannes? Ich bin der Hannes. Hannes. Der Chef der Sendung. Ja, Chef. Hannes ist einer der Freiwilligen, die hier ehrenamtlich kaputte Räder für Menschen in Not wieder fahrtüchtig machen. Also das sind alles so, das sind alles geschenkte, gespendete Räder. Die richten wir jetzt her und die werden dann, ich sage jetzt mal, weiterverkauft, in Anführungszeichen, für einen kleinen Obolus, 20, 30 Euro. Obolus? Ich habe doch eigentlich gar kein Budget. Und wir versuchen halt irgendwie, diese Wünsche zu erfüllen, ohne dass wir Geld ausgeben. Kriegen wir denn das trotzdem hin? Wenn solche Aktionen sind, wie für Kinder, dann können die jederzeit die Fahrräder auch kostenfrei bekommen. Super. Das heißt, das ist jetzt nicht nur, weil wir hier mit der Kamera da sind, sondern andere Bedürftige können auch kommen. Genau. Ich habe eine kleine Liste, sie ist zum Glück wirklich eher klein. Vier Räder, die wir brauchen. Drei von den Kindern, das sind Jungs. Einer hat geschrieben, das Fahrrad darf auf keinen Fall pink sein. Auf keinen Fall. Das ist die Schwierigkeit. Da hinten sind dann für Kinder die Fahrräder. Da müssen wir mal dahinter ins Eck gehen. Das erste ist schnell gefunden. Oder? Müsste gehen. Das haut doch hin. Ist gebongt, oder? Gekauft kann ich nicht sagen. Ist mitgenommen. Und es ist nicht pink. Das hier ist wahrscheinlich am wenigsten für denjenigen geeignet, der kein Pink wollte. Das ist zwar kein Pink, aber es geht natürlich sehr in die rote Richtung. Wir haben jetzt noch Angelina, also tatsächlich, jetzt kommen wir in Richtung eurer Damenräder. Okay. Die ist 1,65 groß. Willi? Wir brauchen also so ein super Fahrrad für. Das ist super. So. Was für eine Ausbeute. Bicycle, bicycle. Dankeschön. Also, habe mich gefreut. Ja. Servus. So. Danke. Der Tipp für euch also, fragt in eurer Gegend bei freien Werkstätten und Repair-Cafés nach Hilfe. Das hat echt gut geklappt. Aber es sind immer noch so viele Sachen offen, also vor allem Lego, die Inliner und der Zoobesuch. Also das ist mal richtig gut. Und jetzt gucke ich noch, ob in der Zeit, wo ich bei den Rädern war, ob da noch Mails reingekommen sind. Und Tierparkerlebnis. Ah, eine automatische Benachrichtigung. Ihre E-Mail ist eingegangen. Also, ich warte jetzt noch mal ab. Mal gucken, was da noch weiter kommt an E-Mails.
Für heute ist jetzt Schluss. Es war definitiv ein guter Tag. Schaut euch das an. Mittlerweile haben wir so viele Sachen, dass wir einen Lagerraum brauchen. Das macht es zwar nicht einfacher, aber ein bisschen stolz bin ich schon, was da inzwischen alles an Spenden zusammengekommen ist. Babykleidung und Kinderwagen haben wir mittlerweile auch bekommen. Auf den Wunschzetteln standen neben Spielzeug häufig auch Klamotten. Zur Unterstützung habe ich bei sozialen Einrichtungen nachgefragt, so wie es im Prinzip jede und jeder machen kann. Wir haben eine super Zusage von der Diakonia Kleiderkammer. Da dürfen wir jetzt hier unsere Liste abarbeiten. Also ich hoffe mal, dass sie auch alles für uns haben. Hallo. Einige Kinder haben sich warme Kleidung gewünscht. Hier in der Kleiderkammer gibt es fast alles auf meiner Liste. Schuhe, Winterjacken, warme Pullis und Sportkleidung. Nur oft wissen Menschen in Not gar nichts von solchen kostenlosen Angeboten. Wäre das dann zum Beispiel eine Idee, dann einfach mit bedürftigen Menschen, ob das jetzt Geflüchtete sind oder andere Bedürftige, hier vorbeizukommen und zu sagen, hier, die brauchen Hilfe, damit man das mal zusammenführt sozusagen? Ja, das wäre ganz toll. Ja, jemand, der noch nichts weiß und jetzt davon erfährt, kann sich jemand an die Hand nehmen und zu uns kommen. Diese Angebote gelten übrigens nicht nur für Geflüchtete. Wer selbst bedürftig ist oder jemanden kennt, kann sich auch an solche Stellen wenden. Unser Tipp? Seid die Schnittstelle zwischen den Hilfsangeboten und den Menschen, die diese Unterstützung brauchen. Wird schon gut voll hier. Aber das ist natürlich ein positives Zeichen. Habt ihr denn noch Ideen, wie man sich in der Geflüchtetenhilfe engagieren kann, ohne selbst Geld auszugeben? Schreibt das doch mal bitte in die Kommentare. In der Zwischenzeit, wo ich jetzt Sachen einsammle, geht es natürlich immer weiter. Und zwar, ich hatte 3 Sportartikelhändler angeschrieben, ob sie uns nicht Inliner spendieren wollen. Und eine Firma hat jetzt zugesagt, die machen das. Und sie wollen heute das Paket losschicken. Also es müsste noch pünktlich kommen. Was wir immer noch nicht haben, ist Lego. Deshalb bitten wir euch um Hilfe. Wir brauchen dringend Lego. Lego und Lego-Technik. Und wenn ihr sagt, ich habe da noch was im Keller oder in der Schublade, freuen wir uns so sehr darüber, wenn ihr uns das für diese Aktion zur Verfügung stellt. Noch eine gute Nachricht, eine E-Mail vom Tierpark. Der Tierpark ist auch dabei. Das klingt alles super. Nur, wie kriegen wir die Kinder zum Zoo transportiert? Unser Tipp, wendet euch an einen Helferkreis vor Ort. Helferkreise gibt es in vielen Orten. Die Ehrenamtlichen aus dem Helferkreis unterstützen Geflüchtete vor Ort, organisieren zum Beispiel Deutschkurse, begleiten Behördengänge und machen solche Ausflüge erst möglich. Ja, nicht ganz ideales Wetter heute Morgen, aber trotzdem ein guter Morgen. Ja, es sieht schon so aus, als wären alle da. Hallo, guten Morgen. Der Tierpark hat gesagt, 20, 25 Leute, kein Problem, dürfen alle kostenlos rein. Und das Angebot nehmen wir natürlich gerne an. Die Kids sind schon mal happy. Und wir sind es auch, dass wir diesen Wunsch eintüten konnten. Hoffentlich klappt das mit dem Rest auch noch so gut. Lights go out and I can't be saved. Tides said I tried to swim against. Brought me down. Inge begleitet die Kinder heute. Sie ist seit ein paar Monaten im Helferkreis engagiert und hat auch noch Tipps, wie man sinnvoll helfen kann. Also am besten ist immer, wenn man Kontakt aufnimmt mit dem Helferkreis und einfach fragt, wo Bedarf da ist. Und das sind ganz verschiedene Sachen. Also Sachspenden werden gebraucht, immer. Aber das ist halt wichtig, sich zu erkundigen, was wirklich gebraucht wird. Ja, nicht einfach zu sagen, ich räume jetzt den Keller aus und lade es da ab. Aber das wissen die beim Helferkreis, da gibt es eine Liste, da kann man sich informieren. Oder man sagt, man hat Zeit und man kann Zeit spenden. Unser Tipp? Ihr könnt auch Zeit spenden. Und erkundigt euch vor dem Spenden, was wirklich gebraucht wird. Die Helferkreise wissen das. Und wenn man direkt dabei ist und sieht irgendwie, dass die Kinder Spaß haben, ist das jetzt nochmal ein ganz anderes Gefühl, als was wir sonst gemacht haben. Wenn ihr uns häufiger bei irgendwelchen Experimenten, Selbstversuchen, Aktionen beobachten wollt, dann könnt ihr das natürlich. Lasst uns einfach mal freundlicherweise ein Abo da. Like! Und ein Like da. Ja, das sind alles Profis hier. Alles Profis. Daumen hoch! Jetzt starten wir natürlich noch motivierter in den Endspurt unserer Aktion.
Und vielen Dank an euch. Ihr habt uns tatsächlich Lego geschickt. Jakob bringt es sogar persönlich vorbei. Ist das quasi Originalzeug, was du früher in deinem... Genau, das habe ich halt erst auseinandergebaut. Alles klar. Ja, danke dir. Ich glaube, das wird die Kids total freuen. Ihr seht, es tut sich was. Es tut sich die ganze Zeit was. Hier sind weitere Pakete mit privaten Lego-Spenden angekommen. Die Inliner sind da. Und Leute, wie geil ist das? Wir kriegen Notebooks von der Firma, sind ausrangiert. Und die können wir morgen abholen, 4 Stück. Der Tipp? Sprecht Vereine an, die gezielte Spenden organisieren. Es gibt zum Beispiel Vereine wie Hey Alter oder Computertruhe.de. Sie vermitteln Computer, die Firmen und Privatpersonen nicht mehr benötigen. Und somit haben wir tatsächlich das Allermeiste von unserer Wunschliste bekommen. Hoffentlich gefallen den Kindern die Sachen. Nur zum Kettgar gibt es leider schlechte Nachrichten, obwohl wir alles versucht haben. Ein kleiner Downer, wir haben leider kein Kettgar-Lenkrad gefunden und auch kein ganzes Kettgar. Den Alternativwunsch auf dem Zettel, ein Skateboard, kriegen wir immerhin noch organisiert. Es ist soweit. Heute ist der letzte Tag, Finale quasi. Also wir haben heute die große Übergabe. Und es ist noch einiges zu tun und überhaupt bin ich etwas aufgeregt. Die Wünscheübergabe findet heute in einer Schule statt. Da müssen jetzt nur noch alle Sachen hin. Ach, das ist eigentlich schön, wenn jetzt so die Gegenstände einen Namen bekommen, finde ich, das ist ein gutes Gefühl irgendwie. Die letzten Vorbereitungen laufen. Und dann kommt der Moment, auf den wir hingefiebert haben. Du hast hier, glaube ich, was. Ich weiß, was du dir gewünscht hast. Zwischen den ganzen Kindern sehe ich bekannte Gesichter. Auch Sophia ist gekommen. Auf ihrem Wunschzettel standen Inliner. David ist auch da und darf sein neues Fahrrad testen. Pass auf, so kannst du das nochmal probieren. Ich halte es fest. Genau. Und den Sattel machen wir noch runter, den können wir runter machen. Er sagt vom Herzen. Ja, vom Herzen sagt sehr gerne. Für alle Kinder, deren Wunsch nicht erfüllt wurde, haben wir noch einen Tisch mit weiteren Spenden aufgestellt, die wir sammeln konnten. Außerdem ist der Fashion Truck von der Caritas vorbeigekommen. Im Angebot sind echt gute Klamotten in allen Größen und Styles. So soll am Ende niemand ganz leer ausgehen. Puh, geschafft. Ruhe nach dem Sturm. Ich bin erleichtert, dass es überwiegend gut geklappt hat. Ich hätte gerne jeden Wunsch erfüllt, das ging nicht. Wir haben uns im Team wirklich ins Zeug gelegt. Wir haben statt einer Woche irgendwie gut 3 Wochen gebraucht. Es war ein Riesenaufwand. Aber ich bin ein bisschen stolz, dass wir die allermeisten Wünsche wirklich erfüllen konnten. Und das tatsächlich ohne Geld auszugeben. Und das ist für mich auch so ein totales Learning. Wenn man die richtigen Leute, die richtigen Stellen fragt, dann kriegt man auch was. Vielleicht ist ja auch eine Inspiration für euch. Manchmal reicht es auch einfach, ein Hilfsangebot, was es eh gibt, mit bedürftigen Menschen zusammenzubringen. Und wenn ihr uns regelmäßig bei Aktionen verfolgen wollt, dann lasst uns doch hier ein Abo da. Auch empfehle ich euch diese Reportage. Da zeigt Nadine, wie man mit einer Spende Leben retten kann. Und hier gibt es mehr Reportagen mit mir.